Vielen Dank, Heike Fayen, für das zauberhafte Musikspiel. Heike Fayen studierte klassische Gitarre in Münster. Nach dem Umzug in den Norden hat sie neben vielseitigen musikpädagogischen Aufgaben auch immer wieder mit Chansons und Liedprogrammen von sich reden gemacht. Oft auf Deutsch, Französisch oder Englisch. Sie sucht in der Musik die Geschichten und erzählt sie ihrem Publikum. Ich begrüße Sie und die ausstellenden KünstlerInnen Zlay Chantal, Susan Nocent und Cornelia Ehlers recht herzlich hier in der Galerie Kavisamba. Ich grüße auch recht herzlich Heiner Eimert. Gemeinsam werden wir Sie auch heute durch die Ausstellung führen. Heiner Eimert ist freischaffender Maler und Grafiker und ein treuer Freund der Galerie. Er hat zwei große Ausstellungen hier in der Galerie gestaltet. Bitte begrüßen Sie Heiner Eimert. Ja, vielen Dank, dass du mich so begrüßt hast. Auch Sie möchte ich herzlich begrüßen und freue mich, dass Sie heute Abend wieder so zahlreich zu uns gekommen sind. Die Galerie Kavisamba hat sich bewährt. Schlagzeilen wie Insel der Glückseligkeit, Vernissage mit Maske und Sektdose, Bilderauktion für Ärzte ohne Grenzen, auf den Spuren Afrikas in Wort und Essen, eine lauschige Lesestunde im Freien, versteckte Zeichen und Pablo Picasso, das Pferd im Spiegel der Kunst, ein rotes Band für die Kultur. Er lässt Temperament raus, sie meditiert. Der Hamburger Hafen und norddeutsche Impressionen. Segel, Wind, Strand und Hafen in Acryl. Chormusik und Schlemmen in Haselau. Kunstschau mit Schulgina und Estis. Und viele, viele mehr prägten 12 Jahre das kulturelle Leben in der Haseldorfer Marsch. Und so ungebrochen Gäste aus der Region und dem Hamburger Umland hier nach Haselau. Es wird still, denn der Raum der Möglichkeiten für Künstler und Besucher bedarf einer konzeptionellen Überarbeitung, um den aktuellen Bedürfnissen und Anforderungen gerecht zu werden. Zurzeit wird intensiv an neuen Konzepten gearbeitet, denn es wäre schade, wenn meine Erfahrung, mein Wissen und das breit gefächerte Netzwerk mit Kontakten zu fast 400 Künstlern gänzlich verloren gehen würde. Es ist daher durchaus möglich, dass 2025 die Galerie Kavisamba an einem neuen Standort mit vielen neuen kreativen Projekten wieder da ist. Im Fokus der Galerie standen Ideen, Konzepte und Chancen verschiedenster Kunstschaffender mit ihren inspirierenden Künsten. Selbst Künstlerin weiß ich, dass die Welt sich durch Kunst öffnet und sie sich zugleich zu einem Selbst zurückbringt. Dieses Lied kommt aus Schweden. Es geht darum, wer kann segeln ohne Wind, rudern ohne Rudern? Wer kann scheiden von einem Freund, ohne dass Tränen fließen? Ich kann segeln ohne Wind, ich kann rudern ohne Rudern, aber ich kann nicht scheiden von einem Freund, ohne dass Tränen fließen. Verhüten wen, wen kann hüten euch?
Die hier gezeigten Werke entstanden ganz ohne KI. Sie sind alle mit Kopf und Hand gemacht. Fantasien und Eindrücke auf Leinwand von Cornelia Ehlers. Nordsee, Dänemark, Wedel. Das sind die Gegenden, von denen sich die in Hamburg geborene Cornelia Ehlers inspirieren lässt. Heute lebt Cornelia in Wedel. Auf ihren Spaziergängen mit Hund Bari beobachtet sie das wechselnde Licht am Elbstrand oder die Gezeiten an der Nordsee, was auch in ihren Werken zu erkennen ist. Auf ihren Wanderungen durch sattgelbe Rapsfelder, feuerrote Mohnteppiche und traumhafte Dünenlandschaften ist es immer wieder Begeisterung darüber, die sie inspiriert. In ihren Bildwelten ist ihre Liebe zum Norden und zu ihrer Heimatstadt oder Heimatstädten wie ein roter Faden zu finden. So, der Elefant, der steht natürlich bei Hagenbeck. Wer genau hinschaut, wird in einigen ihrer Werke neben Wellpappe, Seidenpapier und Packpapier sogar Naturmaterialien finden, aus dem Klövestein oder Sand vom Wedeler Strand, und alles das entdecken wir in ihren Werken wieder. Lassen Sie sich überraschen. Die Künstlerin sagt, ich freue mich darauf, Sie kennenlernen zu dürfen. Guten Tag, liebe Kunstinteressierte. Ich freue mich sehr, dass ich die letzte Abschiedsvorstellung in der schönen Galerie Kabesamba bestücken darf und möchte meine Bilder vorstellen. Zum Beispiel meine kleinen Winterschäfchen. Die Technik ist bei meinen Bildern grundsätzlich von Anfang an gleich. Die Leinwände werden gespachtelt. Dann erstmal schwarz gemalt, weiß drüber und ich sehe, wie die Struktur sich verhält. Manchmal ändere ich auch noch ganz kurz meine Idee und mache was ganz anderes draus. Diese Bilder sind aus der ursprünglichen Idee entstanden, unser Dänemark-Urlaub in Westjütland. Ich benutze dazu wie immer meine Strukturpaste und habe in diesem Fall mal kleine Steine mit drauf verteilt. Und ja, Freunde sagen, dies ist ein Conny-Bild, also das, was ich eigentlich am liebsten und am besten malen kann. Auch dies ein Bild vom Strand in der Gegend Fjand oder St. Peter-Ording mit den zusammengefalteten Sonnenschirm. Hier verwende ich zum Beispiel noch Seidenpapier, das ich darauf geklebt habe und was immer eine ganz besondere Wirkung hat. Und noch einmal Dänemark. Diese drei Anker sind entstanden aus einem Besuch im Torsminder Ankermuseum und sind da wirklich genauso aufgestellt, natürlich nicht unter Wasser wie in diesem Fall, aber auch in der gleichen Technik gemalt wie alles andere auch. Strukturpaste, hier habe ich zum Beispiel Packpapier verwendet, um Steine abzubilden. Das ist auch immer recht erfolgreich, wie ich finde. Ja, dann viel Spaß bei der Begutachtung meiner Bilder und ich freue mich auf ein Feedback. Positiv, negativ, neutral, gerne. Sly Art. Ihren Weg in die experimentelle Malerei fand die in Hamburg geborene Sly Chantel durch ihre Arbeit als Hair- und Make-up-Stylistin, wohl wissend, dass das Schöne im Auge des Betrachters stets unterschiedlich wahrgenommen wird. Hat sie gelernt, den Blick auf das Wesentliche zu beschränken. In der Abstraktion eines jeden Bildes entwickelt die Künstlerin ihre eigene ausdrucksstarke Maltechnik und reduziert so ein reales Bild aus seiner ursprünglichen Formensprache
und seiner Botschaft. Einen besonderen Wert legt die Künstlerin auf den Bildaufbau, der aus unterschiedlichen Untergründen und Farbaufträgen seine eigene Plastizität und Tiefenwirkung erzielt. Inspiration holt sie sich auf ihren nächtlichen Streifzügen durch die grellen Lichter der Großstadt Hamburg. Sly Chantals Paintings sind Kunstwerke, in denen ihre Seele eine Heimat findet. Hi, ich bin Sly und komme aus Hamburg und ich zeige euch heute ein paar von meinen Bildern. Ich lasse mich hauptsächlich durchs Nachtleben und durchs Partyleben inspirieren und habe auch eine große Leidenschaft für bunte Farben. Das sieht man auch auf dem Bild. Genau, dieses Bild soll ja so ein bisschen einen Festivaltag widerspiegeln. Deswegen auch hier besonders viele verschiedene bunte Farben. Das soll einfach die positive Stimmung und die gute Laune, die man meistens mitbringt an so einem Tag, nochmal zeigen. Ja, bei diesem Bild sieht man den Morgengrauen, das sieht man so ein bisschen an dem Hintergrund. Es soll zeigen, wie die Sonne morgens aufgeht, ein bisschen das Morgenrot. Und ja, das verbinde ich manchmal auch mit einer Partynacht, weil man da ja manchmal durchaus im Sommer auch noch den Morgengrauen erlebt, gerade auf einem Festival oder auf einer Open Air. Und das wollte ich hier einmal bei diesem Bild wieder zeigen. So, eben waren wir ja bei einem Festivaltag oder Open-Air-Tag, also einer Party bei Tage. Dieses Bild soll nun eine Partynacht und das Nachtleben vor allem darstellen. Deswegen die Katze. Die Katze ist auch nachtaktiv. Ich fand, das passt ganz gut. Und deswegen der Hintergrund etwas gedeckter und davor aber die leuchtenden Farben, grelle Lichter, wie man das so kennt. Das nächste Lied kommt aus Israel. Es hat die Bedeutung, die ganze Welt ist wie eine sehr schmale Brücke. Und die Hauptsache ist, sich nicht zu fürchten. Ko Haluam Kulo. Susan Nocent,
Fotoartist, Artistin kann man auf Deutsch sagen, geboren und aufgewachsen in Schleswig-Holstein, hier nebenan in Uetersen, und leidenschaftliche Fotografin. Ungewöhnlich, außergewöhnlich, so ist die Künstlerin und so sind ihre Werke. Treten Sie ein in Ihre verrückte Welt der Fotografie. Spezielle Spiegeltechniken und Farbenspiele lassen Ihre einzigartigen Kunstwerke entstehen. Kein Foto ist retuschiert oder über den Computer verändert. Die Nähe zu Hamburg bietet sich an, um ein einmaliges Foto vom Kiez, Landungsbrücken und dem Hamburger Hafen zu zeigen, die Sie so mit Sicherheit noch nie gesehen haben. Meine Kunstwerke, die ich hier ausstelle, sind alle ausschließlich direkt vom Hamburger Kiez. Auf den ersten Blick erkennt man das vielleicht nicht gerade, aber hier zum Beispiel kann man, wenn man genauer hinschaut, eine Eingangstür direkt auf der Reeperbahn erkennen. Oder hier zum Beispiel direkt die Hauptstraße Reeperbahn. Und dieses hier ist, finde ich, was ganz Besonderes. Da habe ich einen Laternenmast fotografiert und habe gedacht, naja, den kann man vielleicht gar nicht spiegeln. Dann habe ich ihn gespiegelt und wenn man jetzt hinschaut, auf dem ersten Blick denkt man, das sind zwei Hosenbeine. Aber wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass das ein Laternenmast ist. Hier Hein-Heuer-Straße, das heißt direkt St. Pauli, wurde dieses Bild aufgenommen und von mir gespiegelt. Einzigartig. Tag des offenen Galeriegartens. Am Sonntag, 29.10. diesen Jahres, 8.12 bis 18 Uhr. Die Gartenführung findet um 12.30 Uhr statt. Baum des Monats, die Kiefer. Die Kiefer steht als Symbol für die Langlebigkeit, die Ausdauer und die Wiederauferstehung. Denn im Osten von Europa erzählt man sich noch heute, dass die Nägel, mit denen Jesus am Kreuz angeschlagen wurde, aus Kiefernholz geschnitzt gewesen seien. Vor allem aber in der japanischen Kultur hat sich die Kiefer eine herausragende Bedeutung. Zum einen zählt sie neben Pflaume und Kirsche zu den beliebtesten Gärtenbäumen und zum anderen wird sie nach dem alten Glauben auch als Göttersitz verehrt. Aus diesem Grunde finden wir in japanischen Darstellungen die Kiefer im Vordergrund. Kaum noch bekannt ist die Nutzung der Kiefernadeln zu Waldwolle. Als erstes zupfte man alle Nadeln vom Zweige ab. Daraufhin wurden die Nadeln so lange in lauwarmes Wasser gelegt, bis die harte Hülle aufsprang und abgestreift werden konnte. Übrig blieb ein weiches, watteähnliches Produkt, die Waldwolle. Erst nach ausreichender Trocknung wurden in ärmlichen Haushalten damit die Polster, Kissen und Matratzen gestopft. Liebe Gäste, ich möchte hier nochmal auf eine Veranstaltung hinweisen. Ägypten an den Ufern des Nils. Eine Lesung mit Diashow und Essgenuss mit Joachim Frank. Die Lesung startet um 19 Uhr am 27.10. Über eine Anmeldung würde ich mich sehr freuen. Herzlichen Dank. So, lieber Heiner, nun haben wir es wieder mal geschafft. Ja, danke schön, liebe Leni. Ja. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschieden wir uns jetzt erst einmal. Also auf Wiedersehen, ja. Bis zur nächsten Kaffeesamba-Galerie. Genau, ne? Also 2025, wir sehen uns. Bye, bye.
Paar.